Servus, liebe Freunde. Halli, hallo, herzlich willkommen. Der Kredit ist wie immer bei, oh, minus 350.000. Das sollten wir bei Gelegenheit ändern. Wir werden jetzt erstmal hier ein klein wenig mit unserem neuen Drescher arbeiten. So, und das wird jetzt auch, denke ich, sehr interessant werden. Was ist denn jetzt los? Fahr weiter. Geht gut los, ne? So, denn der hat ja jetzt schon ein bisschen eine andere Arbeitsbreiten. Das heißt, wir sehen jetzt gerade, wo er hier zugange ist. Ne? Das ist wenig. So, und jetzt kann er gleich in die vollen Züge gehen. Und das ist gut. Das ist sehr gut. So, wir brauchen aber noch Geld oder wir brauchen und wir brauchen oder brauchen und nee, wir brauchen beides. Wir brauchen Geld und Dünger und Saatgut und Geld. Also wir brauchen sehr viel. Deswegen machen wir mal gerade nein, Weizen, nein, Gerste, nein, Hafer, nein, Roggen, nein, Dünger, nein. Saatgut? Ja. Saatgut ist gut. So, wir gucken aber trotzdem noch, was wir an Saatgut haben. Jetzt, wir haben, wenn wir das weggetankt haben, nicht mehr allzu viel. Obwohl im Moment brauchen wir auch nicht allzu viel. 26.000 Liter sind es immer noch. Ja gut, dann können wir das auch nochmal verkaufen fahren, ne? Dann machen wir das doch. Denn ich würde sagen, wir versuchen dann als nächstes mit diesen Möglichkeiten hier erstmal unseren Kredit runterzukriegen. Das hätte ich gerne aus dem Kreuz, dass wir sagen können, läuft. Das wäre mir ganz wichtig. So, dann können wir auch gleich nochmal wegen Mist und Gülle gucken. So, und bevor ich es jetzt vergesse, wir haben gesagt, auch wenn die Tiere sich vermehren und der Traktor hier vermehren und der Traktor hier da rutscht, da kommt in jeder Folge eine neue angeflutscht. Also, werden wir uns eine neue Kuh holen? So, diesmal holen wir uns wieder eine schwarze. Das muss Amos sein. Gucken wir mal gerade, wie es denn da ausschaut. Bei den Schweinen mit Gülle 1560, bei den Kühen mit Gülle 3,9. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Dann machen wir das auch zuerst. Vorausgesetzt, ich bleibe beim richtigen Traktor stehen, nämlich dem hier. Dann holen wir uns erstmal jetzt die Gülle rein. Dann kann der nämlich schon mal wieder ein bisschen Dünger produzieren. Ne? Und während der dann am Produzieren ist, können wir dann ganz geschmeidig unser Saatgut verkaufen fahren. So, nicht befüllen, sondern Befüllung starten. Genau, Befüllung starten. Das klingt gut. So, hier haben wir jetzt gleich wieder den Stress, den richtigen Punkt zu finden. Das ist immer so eine ganz, ganz knappe Geschichte. Ja, Mann, ich jetzt. Ja, Mausi, Hey, echt Nuffelchen. So, jetzt schauen wir mal, dass wir da die richtige Ecke finden. So, nicht auffüllen, sondern befüllen. Da kommt nämlich jetzt auffüllen, das ist Wasser, das wollen wir aber nicht. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja befüllen, nicht auffüllen. Das ist jetzt echt doof, da den richtigen Punkt zu finden. Das ist hier in der Map aus irgendeinem Grund ein bisschen chaotisch. Ja. Und aber auch hier ist das Auffüllen nicht. Wo ist es? Oh, das ist so eine ganz blöde Ecke. Das ist eine ganz eine blöde Ecke. Ja. Ja, mein Schatz. Möchtest frisches Nassfutter haben, weil das andere nicht gefressen hast. Ja, dachte ich mir. So, auffüllen. Ich will nicht auffüllen, ich will befüllen. Oh, das ist eine Katastrophe hier. Das ist echt schlimm. Ich weiß aber auch nicht, wie ich da ranfahren soll, ne? Das ist, Ah, da war's, da war's, da war's. Komm. Ja, bitte. Bitte. Befüllung starten. Ja, Gülle, wir haben es geschafft. Okay, das müssen wir uns merken, die Position, weil ansonsten kriegen wir nämlich Wasser da rein. Dann war es das mit Dünger. Ne? Dann war das mit dem Dünger nämlich Essig und das ist Mist. Von dem Punkt, ja, immer schauen, dass man die richtige Stelle erwischt. Gut, aber das können wir jetzt erstmal abgeben. Dann können wir schon wieder ein bisschen Dünger produzieren. Da bin ich schon mal sehr, sehr zufrieden. So, da haben wir auch noch ein bisschen was im Kompost. Also da haben wir noch ein bisschen Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Aber als erstes werden wir jetzt mal schauen, dass wir hier das abgeben, die Gülle. So, dann kann nämlich gleichzeitig wieder ein bisschen Dünger hergestellt werden. Den werden wir auch brauchen. So, läuft auch schon die Produktion, sieht gut aus. Die ersten 500 Liter sind drin. Wie gesagt, Saatgut haben wir noch ein bisschen.
Dünger, Granulatdünger, 20.000 Liter, die füllen wir ja immer so ein bisschen um, damit es auch ein bisschen einfacher dann zum Beladen ist. So, wir gucken mal gerade nach den nächsten Wachstumsstufen. Die 9 ist fast soweit. Da oben sieht man noch nichts, das ist doof. Das ist ganz doof. Das ist aber auch, weil wir das Gras deaktiviert haben. Da sieht man jetzt das Gras. Jetzt muss ich nur gerade gucken, genau wo wir gerade fahren. Okay, jetzt gucken wir schnell mal. Da kommt so langsam ein bisschen was durch. Da müssen wir aber noch warten. Das bringt uns noch nichts. Ich nehme mal erstmal das Gras wieder raus. Das sieht gerade so ein bisschen nach Augenkrebs aus hier. So. Ja, gell, da könnt ihr Schafe nur noch lachen, wenn ihr mich hier fahren seht. Kann ich verstehen. Ja, so, dann fahren wir das erstmal verkaufen. Und ich würde sagen, die Kuh haben wir geholt. Ansonsten haben wir keine direkten Investitionen. Dann gucken wir vielleicht, dass wir erstmal den Kredit runterschaffen. Das wäre, glaube ich, eine ganz praktische Lösung. Das können wir machen, während der da eiert, weil das dauert. Wir zahlen schon mal 10.000 zurück, weil der kommt hier sowieso gerade kommt den Berg hoch. Na komm. Butt, butt, butt. Hotototototot. Na also, es geht doch. Oh, jetzt hat Helfer B erst einen vollen Korntank fast. Wow. Da gucken wir mal gleich. Der legt ja in Schwaden ab. Das Stroh. Das hat der andere ja nicht gemacht. Das heißt, wir können dann mal ganz genüsslich schauen, wie viel der jetzt im Vergleich zu dem alten Mähdrescher geschafft hat. Ja, und da kommen wir natürlich auch mit der Mission deutlich schneller voran. Von dem Punkt war es eine sehr gute Idee zu sagen, ja, wir machen das mit dem Dreschertausch. So, jetzt habe ich mein Mikrofon noch mal ein bisschen neu positioniert. Irgendwie ist das mit dem Rutschpegel hier noch nicht so gut. Ja, der Rutschpegel ist böse. So, Saatgut. Das dürfte auch noch mal gutes Geld bringen. Ich habe jetzt nicht nach dem Preis geguckt, aber Saatgut ist immer eine gute Investition. Ja, oh ja. Oh ja, das ist eine sehr gute Investition. Saatgut herstellen macht Spaß, würde ich sagen. Ja, bringt ein bisschen mehr als Weizen. So ein kleines bisschen mehr. Ist schon besser. Wow. 47.000. Na, immerhin. Da können wir doch schon mal gleich wieder hier vom Kredit ein bisschen zurückzahlen. Und zwar würde ich sagen, gehen wir so, dass wir auf 300.000 sind. Dann haben wir jetzt 50.000 Euro zurückgezahlt. Denke, das ist ein guter Fortschritt. Werden wir zwar jetzt nicht jede Folge so schaffen, aber ja, wir müssen ja irgendwie mal vorankommen hier, ne? Wäre ja schade, wenn der Helfer da unten jetzt stehen bleibt, weil er einen vollen Korntank hat. So, jetzt guck mal, was der abgeerntet hat mit einer Füllung hier. Aber hallo. Aber sowas von hallo, ne? Hohoho. So, die nächste Sache, die wir dann aber bei Gelegenheit ändern werden. Wir werden hier den Frontlader weggeben, werden es dafür einen kleinen JCB holen. Der kostet dann nochmal 200.000, aber das werden wir irgendwie noch unterbringen, weil, wie gesagt, ich möchte zum einen schauen, dass wir natürlich den Kredit runterbekommen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch gucken, dass wir unsere Maschinen optimieren und mit dem Fendt, ja, wenn er noch so übers Feld hier rennt, der Fendt, der pennt. Das ist einfach nicht so der richtige Traktor für mich. Also ich brauche da schon so ein bisschen mehr Power. Das ist schon angenehmer, wenn wir da ein bisschen Schmackes noch hinten dran haben, ne? Ich will nicht das Bodenblech durchtreten und dann fragen, ob ich noch anschieben muss, sondern ich möchte Gas geben und sagen, juhu, da bin ich. Das ist halt doch ein bisschen doof sonst. Aber das wird's wert sein. Ich weiß gerade gar nicht, was kostet oder was bringt uns denn uns der Fendt, unser Fendt-Dings-Dings da. Das ist ja 313 Vario, ne? Ist der 313 Vario mit dem Frontlader 62. Jo, das ist nicht die Welt. Aber immerhin, wenn wir den vorne abgeben, dürften wir so um die 70 kriegen. Außer ich verbeule noch ein bisschen. Aber dann bräuchte man noch so um die 120, 130.000 Euro. Und dann könnten wir uns einen richtigen Traktor holen. Ha. So, und der Kleine, ja, der wird, glaube ich, dann so nach und nach rein zum Hoftraktor. Zum Wegfahren ist das hier so ein klein wenig Hilfe. Ich glaube, der wird dann so für das Güllefässchen zuständig sein, für den Wassertank. Ich glaube, das ist so dem sein Metier dann. Aber so für Sachen wegzufahren, ist das von der Geschwindigkeit ist das gut, aber von Handling her, der rutscht ja mehr durch die Gegend, als er hier fährt. Das ist nicht so schön. Apropos nicht so schön, wir gucken mal gerade, es fällt mir gerade ein. Entschuldigung, dass ich jetzt eben so abrupt abgekuppelt habe.
Wir werden mal schauen. Ach, jetzt habe ich das falsche Gewicht. Ah, das ist natürlich doof, ne? So, den wollte ich doch eigentlich. So, ich wollte nämlich hier mal die Wolle umladen. Und jetzt haben wir schon 4300 Wolle. Die eine angefangene können wir ruhig da mal stehen lassen. Aber 4000 Wolle. Kann man auch mal gucken. Das dürfte ein klein wenig Geld bringen. So, wenn wir jetzt mal auf unser Feld hier hinten gucken, da hinten sieht es fast so aus, als ob schon ein bisschen Gras wächst. Da lassen wir mal Gras über die Sache wachsen, ne? So ist es halt. So, für hier unten habe ich schon überlegt, ob wir uns so einen kleinen Staubwedel holen, so einen motorisierten. Da diesen Solaris AOK Chopper. Wäre vielleicht eine Option. Dann könnte man da einfach mal so ein bisschen hin und her fahren und bräuchte nicht da mit dem Frontlader uns da einen Wolf zu eiern. Oder wir stellen an jedem einfach so ein Teil hin, weil es werden eh immer mehr Tiere, es wird immer mehr Dreck geben. Ich glaube, das wird sinnvoll sein. So, schauen wir mal nach der nächsten Kohle. Und ich würde sagen, der kleine, ah, da ist nicht mehr viel drin. Gut, Kompost ist noch ein bisschen was da, aber nicht die Welt. Wir haben doch hier, was haben wir hier eigentlich gerade noch? Ah, wir haben doch hier unser Mähzwerg für Heu, genau. Du, ich will es gar nicht wissen. Dann schnappen wir uns mal den hier. Weil der John Deere hat wenigstens ein bisschen Kraft. Ist zwar auch nicht so der Renner, was Fahren antrifft, aber geht. Geht deutlich besser. So, und irgendwo müssten wir doch. Ach so, wir haben nur den einen Kipper. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Das ist ungünstig. Wir haben nur einen Kipper. Nee, wir haben doch zwei Kipper. Natürlich, wir haben noch zwei Kipper. Ich war gerade etwas vom Winde verweht oder so. Das Frontgewicht ist so klein, das nimmt er schon gar nicht an. Nee, das ist die andere Seite. Komm, dreh mal um. Genau. Nee, macht er trotzdem nicht. Schade. Okay, halt, ich will da wieder raus. Naja, gut, aber so ein Traktor und das Gewicht, das sieht doch ein bisschen seltsam aus. Wir machen mal Folgendes: Wir tauschen mal gerade. Weil mit dem Kleinen darüber fahren, das ist halt doch ein bisschen Quälerei. Dann werden wir den Kleinen wieder seinen Arbeiten überlassen hier am Hof. Dafür ist er doch ein bisschen besser geeignet, würde ich sagen. So, das heißt, wir stellen ihn erstmal hier ab. So, dann schauen wir gerade nochmal, da haben wir noch unseren Bührer. Was fährst du da für einen Müll zusammen? Ja, wie gesagt, ich will es gar nicht wissen. Ich will es gar nicht wissen. Uiuiuiuiui. So. Aber ich glaube, das ist eine bessere Kombination hier. Weil der Kleine ist da auf dem Hof okay, aber für weitere Strecken ist er hoffnungslos überfordert. Das bringt nichts. Das bringt uns leider nichts. So, dann bringen wir das noch schnell zum Gartencenter. Dann haben wir heute gut verkauft, gut Geld gemacht. Auf dem Rückweg werden wir mal schauen, was wir noch an Stroh haben. Da müssen wir mal gucken. Ich hatte da was in Erinnerung, dass wir, glaube ich, im Silo gar nichts mehr haben. Aber dafür bei der Mischfutterration tonnenweise irgendwie. Notfalls holen wir uns da nochmal ein bisschen was, dass wir noch eine Runde Kompost machen. Aber wie gesagt, jetzt verkaufen wir das hier erstmal. Und dann sind wir ja, denke ich, schon richtig gut vorangekommen, ne? Wir haben jetzt einen gescheiten Mähdrescher. Wir haben 50.000 Euro Schulden abbezahlt. Wir haben alle unsere Kühe wieder ja auf Folgenhöhe gebracht, sozusagen. Da auch nochmal danke an den Tipp vom Ron, der da festgestellt hat, dass wir doch ein bisschen nachlässig waren. So. Ja, der fährt sich doch einen kleinen Tick angenehmer, ne? Das ist schon besser. So, wir gucken mal gerade, wie das mit Stroh aussieht. Ich glaube, da war nicht mehr viel, ne? 107.000, aber ich weiß nicht, ob das jetzt im Strohlager war oder ob das in der Futtermischanlage war. Das ist der nächste Punkt. So, 11.000 hat es nochmal gebracht. Das ist gut. Das Geld können wir auch ganz gut gebrauchen. So, fahren wir mit dem mal zurück. Und dann, ja, sind wir auch schon bald wieder fertig für heute. Oh Mann. Da sind wir ja schon fast wieder fertig für heute. Das geht so schnell. Unglaublich. Aber ich würde gerne jetzt nochmal wissen, ob wir da im Strohlager noch was haben oder ob das alles nur Mischration ist. Wir haben damals ziemlich viel reingeballert, das weiß ich, aber dass jetzt alles Mischration war, weiß ich nicht mehr. So, gewaschene Kartoffeln haben wir auch massig, die können wir dann auch noch verkaufen. Ich glaube, das machen wir auch zuerst.
Wir müssten ja gewaschene Kartoffeln jetzt einige haben. Wir haben ja damals, weil das mit diesem Abgabepunkt nicht so funktioniert hatte, hier doch einige abgegeben. Warum steht da jetzt eine Null? Das Null ist nicht so toll. Wir haben doch hier Kartoffeln reingebracht, oder nicht? Oder sehe ich da jetzt was falsch? Habe ich da was vertauscht? Ne, Befüllung starten. Gewaschene Kartoffeln. Keine da. Warum? Wir haben doch Kartoffeln. Das war doch hier mit dem Trigger, der nicht funktioniert. Da haben wir doch gesagt, wir packen hier welche rein. Wasser ja, Kartoffeln. Was fehlt uns denn da noch für gewaschene Kartoffeln, bitte? Jetzt sag nicht, wir brauchen auch noch Sprit. Oh. Ich glaube, wir benötigen dort auch noch Benzin. Gut. Das müssen wir dann in eine der nächsten Folgen mal noch uns anschauen. So, der Mähdrescher ist voll. Den tanken wir jetzt in der Folge nicht mehr ab. Aber wir fahren dann gleich nochmal runter. Ich will jetzt nur nochmal gucken. Ich meine aber, wir haben da nichts mehr drin. Ich glaube, das war relativ leer, oder? Ja, Stroh ist leer. Also war das doch hinten drin? Gut, dann wissen wir da aber schon mal fürs nächste Mal Bescheid. So, der Kipper ist auch gleich voll. Dann können wir den das erste Mal wegfahren. Haben ja keinen weiten Fahrweg, ne? Wir müssen ja nur bis ganz nach oben zum Güterbahnhof. Deswegen würde ich auch ganz gerne dann lieber so ein JCB holen. Das wäre mir viel, viel lieber. Und in dem Sinn, ja, hoffen wir mal, dass wir weiter so gut Geld einnehmen können. Ich muss jetzt erstmal zur Physiotherapie, deswegen hat es gerade eben geklingelt. Und in dem Sinn sage ich für heute erstmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.